Hallo und herzlich willkommen zu Big Ambitions. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, ein neues angespielt. Es wird ja mal Zeit. Jetzt waren tatsächlich schon ein paar Wochen keine angespielt auf dem Kanal. Das Programm lief recht konstant durch. Und ja, ich bin über dieses Spiel gestolpert auf der Suche nach Alternativen zu Capitalism Lab. Und ich weiß nicht, ob ihr Capitalism kennt, das ist auch schon ein älteres Spiel, man kann schon sagen, das gehört in die Retro-Ecke, der erste Teil auf jeden Fall, auch der zweite, Capitalism 2, gehört da rein und dann gibt's ja auch seit einigen Jahren schon Capitalism Lab und nun ja, ich will jetzt gar nicht so viel über Capitalism reden, das Ding ist nur, ich habe nach Alternativen gesucht und bin dann zufällig auf dieses Spiel gestoßen, das bisher nur in der Beta spielbar ist und auch noch nicht bei Steam kaufbar ist, aber man kann es auf der Entwickler-Webseite kaufen und ich hatte dann nach einem Key angefragt, aber dummerweise am Wochenende und naja, weil ich dann keinen Bock hatte zu warten, habe ich das einfach vorbestellt und wenn man vorbestellt, dann kriegt man auch direkt einen Steam-Key und kann den Playtest spielen, der im Moment in der Beta 6 ist, wie gesagt, und ja. Das ist von Hofgard Games und die haben auch schon Startup Company gemacht, wie ihr hier rechts sehen könnt. Und ich will euch jetzt mal zeigen, was das hier ist. Die nennen das ein Business Simulation Role-Playing Game und das passt ziemlich gut. Und wer so ein bisschen auf Wirtschaftssimulationen steht und auch Rollenspiel nicht abgeneigt ist, der wird hier definitiv glücklich werden. Es hat nicht wirklich viele Ähnlichkeiten mit Capitalism, aber das ist egal. Es ist ein sehr gutes Wirtschaftsspiel und wir steigen jetzt einfach mal ein. Also ich starte mal ein neues Spiel. Es gibt im Moment zwei Möglichkeiten. Das benutzerdefinierte Spiel ist tatsächlich erst mit Beta 5 oder sogar 6 reingekommen. Ja genau, mit Beta 6. Da kann man halt auch ohne die ganze Story spielen und sich völlig frei von Anfang an bewegen. Wenn man die Story spielt, dann kriegt man natürlich am Anfang schon so ein paar Hinweise und Ratschläge und man folgt so einem gewissen Weg, bis man dann so allein gelassen wird, sage ich mal. Und ich würde sagen, ich lasse es jetzt auch mal auf leicht und wir gehen hier in den Story Mode zum Start. Also, wir bauen uns erstmal einen Charakter und naja, der sieht jetzt nicht so aus wie ich. Ich schreibe jetzt hier mal nee, das ist ja blöd. Wir spielen ja hier einen richtigen Charakter, also nehme ich mal André Wolfsherz, Geschlecht ist männlich, Hautfarbe ist hell und können wir auch noch irgendwas anderes ändern, weil das Gesicht ist natürlich, ah ja genau, so hier machen wir erstmal andere Haare, das passt beides nicht so richtig zu mir, aber ich nehme dann lieber das hier und beim Kopftyp nehme ich auch lieber das und wir tragen natürlich ein Anzug. Die Möglichkeiten sind noch ein bisschen begrenzt. Also man kann hier natürlich auch völlig casual durch die Gegend laufen. Aber wir haben ja was vor. Wir sind hier Big Business Typen. Und Leute, ich bin überhaupt nicht der Anzugtyp. Aber ich trage sie jetzt hier. Ich trage ihn jetzt hier im Spiel mal, weil das einfach irgendwie zu dem passt, was wir vorhaben. Was gibt's denn noch? Normale Schuhe, Anzugsschuhe. Okay, wir nehmen natürlich die Anzugsschuhe und dann geht's auch schon los. Also, das ist unser Charakter. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen Story. 3 Monate ist es her, dass Oma gestorben ist. Ich weiß, dass ich jetzt mit 18 Jahren erwachsen bin, aber trotzdem. Es fühlt sich so beängstigend an, dass niemand da ist, um sich um Dinge zu kümmern. Es gibt jedoch eine gute Sache. Bei der Beerdigung fragte mich mein Onkel Fred nach meiner Telefonnummer. Er sagte, er wolle mir helfen, auf die Beine zu kommen. Ich kenne ihn nicht wirklich, aber ich schätze, er gehört auch zur Familie. Ja, und das ist eine zugegeben recht kurze Einleitung. Aber hey kid, I hope you're feeling better. Anyway, I talked with a friend of mine, Richard. He owns a bunch of buildings in Hell's Kitchen, and he's kind of a big shot. Well, the bottom line is he has a cheap apartment that you could probably afford. It's not much, but it'll do. So, ich, ja gut, jetzt nochmal vorlesen geht eh nicht, es ist gerade verschwunden, aber ihr habt das ja gelesen oder vielleicht auch gehört. Das ist der Onkel Fred, mit dem wir gerade telefoniert haben und der hat uns gesagt, wir könnten doch in eine günstige Wohnung ziehen, da die hätte sein, sein Geschäftspartner oder so aufgetan, naja, wie auch immer. Das ist die Spielwelt, wir sind hier und wir können die Kartenansicht raus, reinzoomen, wir können
und drehen. Die Gebäude werden ausgeblendet, wenn sie in den Blick, ins Blickfeld geraten. Gibt es hier so eine schwarze Fläche, könnt trotzdem noch sehen, was da los ist. Hier gibt es zu jedem Gebäude auch eine Übersicht, wie viele Quadratmeter sind da verfügbar und so weiter. Aber das geht jetzt schon sehr weit. Wir gehen jetzt hier erstmal zur 3rd Street 17. Dort müssten wir nämlich mal unsere Wohnung mieten. Und wir bewegen uns hier mit WASD oder per Klick. Und dann geht der Charakter dahin, wo man ausgewählt hat. Und ich mache jetzt mal mit WASD weiter. Dann kann man nämlich mit der rechten Maustaste so schön auch durch die Gegend schauen. Und da sind wir schon angekommen. Wohnung zur Miete verfügbar. Die deutsche Übersetzung, naja, wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Beta. Das Spiel wird auf Steam kommen, wie gesagt. Und wenn man es vorbestellt, bekommt man auch einen Steam-Key. Auch zum sofortigen Losspielen. Im Playtest, das läuft auch schon auf Steam. Und die deutsche Übersetzung ist in einigen Stellen noch nicht so hundertprozentig, finde ich. Aber gut, so, wir können uns jetzt das Gebäude hier mal genauer ansehen im Bisman. Da sehen wir hier die Grundfläche, die Gesamtgröße und der Zustand, der Marktwert, Kundenkapazität, Verkehrsindex. Das bedeutet, wie viel Geschäftsverkehr ist hier potenziell. Und ja, in welchem Stadtteil? Wir sind in Hell's Kitchen. Das spielt übrigens in New York. Nur noch zusätzlich dazu gesagt. Und ja, wir haben hier die Übersicht, das Ding ist zur Miete verfügbar. Und wir müssten hier eine Kaution hinterlegen. Wir starten mit $10.000. Und es sind elektronische Geräte da, die wir für $90 übernehmen können und oder müssen. Und die tägliche Miete beträgt $72. Tägliche Miete, Leute. So, wir mieten das Ding und haben damit den ersten Teil unsere Aufgabe schon erledigt und wir sollen jetzt schlafen, bis unsere Energie aufgefüllt ist. Wir sind noch fertig von der Beerdigung und hier oben ist unser Energiewert, hier wie gut wir genährt sind und hier oben ist unsere, naja, Zufriedenheit. Die sollte ja jetzt eigentlich nicht so hoch sein, aber sie ist halt hoch. So, jetzt sind wir in der Wohnung. Mit E kann man einfach rein in das Gebäude. Wir können uns hier alles ansehen, können uns mal umschauen. Wir haben hier, ja, ich sag mal Küche oder Badezimmer und hier ist noch ein zweiter Raum. Und ja, das lässt sich alles auch einrichten und man kann hier Sachen auch kaufen. Ist aber gar nicht so wichtig, wir lassen das jetzt so. Wir sollen schlafen gehen, wir legen uns ins Bett. Und jetzt haben wir es 22:25 Uhr. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt mal bis 8:30 Uhr, ne? Schlafen wir bis 8:30 Uhr. 9 Stunden Schlaf, das ist schon sehr viel, aber egal. So, und jetzt kriegen wir immer an jedem Tag auch eine Zusammenfassung. Es ist schließlich ein Business Manager. So, neue Aufgaben. I also transferred a couple of bucks to your bank account because I want to make sure you get something to eat, okay? Promise me. Okay, Onkel Fred ist besorgt, dass wir nicht genug Essen haben und hat uns ein bisschen was aufs Bankkonto überwiesen. Ich meine, das sind hier dann die 10.000, die wir am Anfang hatten, damit wir uns jetzt auch was zu essen kaufen können. Wir sollen jetzt einen Standardkühlschrank kaufen, weil diese Wohnung besitzt keinen. Und den Kühlschrank sollen wir dann hier reinstellen und dann sollen wir zum Supermarkt gehen und mindestens drei Packungen frische Lebensmittel kaufen und den Kühlschrank auffüllen. Und zu guter Letzt noch was essen. Wir gehen also wieder raus und das ist alles nahtlos, ne? Wir gehen hier rein, das geht also rucki zucki. Da finde ich, ist sehr gut. Und der nächste Shop wird uns auch schon angezeigt. Ich zeige euch mal die Karte. Die ist tatsächlich relativ groß und das ist auch noch nicht alles hier. Gibt es noch wesentlich mehr. Ihr seht das hier, das ist die ganze Stadt, die wir hier befahren oder belaufen können. Es gibt auch U-Bahn-Stationen. Und wie gesagt, das soll auch noch größer werden. Jetzt gehen wir weiter zu dem Appliance Store, wo wir uns einen Kühlschrank kaufen können. Ich latsch mal einfach über die Straße, was soll's, ne? So, dann gehen wir rein. Oh, der hat noch geschlossen. Der öffnet in 2 Stunden um 10 Uhr. Ja, okay. Dann verrate ich euch, was man machen kann. Es gibt ja hier diese Parkbänke. Und wir können hier auch, ich sag mal, Zeit verbringen. Da steht schlafen, aber ich würde mal sagen, wir warten hier einfach. Und dann gehen wir in das Gebäude rein. Jetzt hat er auf. Und hier kriegen wir halt Küchen- oder Haushaltsgeräte. Hier gibt es Schränke, Kühlschränke, Regale, eine industrielle Gefriertruhe, die wir später vielleicht auch nochmal brauchen. Wir wollen ja auch eigene Geschäfte eröffnen. Hier gibt es Getränke, Kühlschränke, eine Reinigungsstation für, ja, für so Sachen halt und Kleiderständer. Und naja, das ist halt nur ein kleiner Teil. Es gibt noch andere Geschäfte. Auch wir sollen unseren Kühlschrank kaufen. Der kostet auch stolze 1.800. Den nehmen wir jetzt hier mal so locker in so eine Kiste. Und dann stellen wir uns hier an.
Und dann haben wir ihn gekauft und nehmen den jetzt mit nach Hause. Ne? Habt ihr auch schon mal einen Kühlschrank 400 Meter weit getragen? Na gut, das sind nicht 400 Meter, aber es ist schon ein Stückchen. Geht zurück zum Haus, zur Wohnung und stellen den jetzt hier rein. Ich werde den mal hier platzieren. So. Zack, einfach mal da so um die Ecke. Und jetzt sollen wir noch ein Lebensmittel kaufen. Und Elgato Foods ist auch um die Ecke, Gott sei Dank. Elgato Foods, ja. Da sind wir schon, wir gehen rein. So, und hier gibt's Tiefkühlkost. Hier gibt's frische Lebensmittel. Hier gibt's Getränkedosen. Und naja, wir sollen 3 Packungen Lebensmittel kaufen. Wir können nur eine Packung in die Hand nehmen. Ah, wir brauchen einen Einkaufskorb. Wir können hier überhaupt nichts in die Hand nehmen. Wir müssen so einen Einkaufskorb hier nehmen. Und dann können wir uns hier Lebensmittel kaufen. Wir sollen ja mindestens 3 nehmen. Ich nehme jetzt mal das Maximum. 10 gleich 80 Dollar ausgeben wieder. Und Bestellung aufgeben. Und jetzt haben wir hier eine schöne Tüte in der Hand. Und tragen unseren Einkauf, hupsi, nach Hause. Zack. Und dann in den Kühlschrank damit. So, und jetzt sollen wir was essen. Da klicken wir einfach drauf, da wird 1 verbraucht und unser Lebensmittelbalken füllt sich wieder auf. Nächste Aufgabe. Ich habe ahead and paid your first month's rent. But that's it, okay? You need to get out there and get a job. Anything at all. You just need a salary right now. So. Onkel Fred ist wirklich großzügig und hat uns die erste Monatsmiete bezahlt. Aber er meinte, wir sollten uns jetzt mal langsam einen Job suchen, weil ewig für uns aufkommen kann er jetzt auch nicht mehr. Das wäre es jetzt erstmal gewesen, sagt er. Aber er wird uns noch weiterhelfen und ja, wir besorgen uns jetzt einen Job im örtlichen Supermarkt. Wir waren ja gerade schon im Supermarkt. Da gehen wir jetzt wieder rein. Und guck mal, ob die einen Job für uns haben. Wir können nämlich, ja, in anderen Unternehmen auch arbeiten als Angestellter. Und ich weiß, hier hinten ist das Anschlagbrett für Stellenangebote. Ja, Kassierer wird ausgeschrieben. Verantwortlich für die Bedienung der Kunden an der Kasse. Da stehen auch unsere Arbeitszeiten. Freitags ist frei, ansonsten müssen wir aber auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr arbeiten. Und der Stundenlohn ist 25 Dollar. Ist doch gar nicht schlecht für den Anfang. Das nehmen wir mal an. Und heute ist freier Tag. Wahrscheinlich, weil heute der Einstellungstag ist und wir eh schon zu spät sind. Ab morgen geht's dann mit der Arbeit los. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach Hause. Denn wir müssen jetzt den Tag überspringen. Wir halten uns ganz strikt ans Tutorial hier oder an die Einführungsstory. Möchte nicht, dass irgendwas kaputt geht, weil ich was falsch mache. So, und wir schlafen jetzt bis zum nächsten Morgen. Wir müssen um 8 Uhr anfangen, also würde ich sagen 7.25 Uhr. So, Gesamtgewinn, das sind unsere Ausgaben hier. Wir können natürlich auch immer schön schauen, was sind denn unsere Ausgaben? Also wir haben bei Elgato Foods gekauft, wir haben Miete bezahlt. Interessanterweise, ne? Weil eigentlich hatte uns ja Onkel Fred gesagt, er hätte für den Monat schon bezahlt. Ja, wäre schön, aber wir müssen tatsächlich noch jeden Tag die Miete bezahlen. Das ist also nicht ganz richtig, aber was soll's. So, gehen wir wieder rüber nach Elgato Foods. So, wir müssen arbeiten. Um 8 Uhr geht's los. Wir können jetzt einfach hier eine Kasse übernehmen. Schicht hat noch nicht begonnen, aber egal, wir weisen uns selbst zu. Und jetzt können wir die Zeit vorspulen. Dann läuft die hier ein bisschen schneller. Und dann sehen wir hier, wie wir jetzt hier Kunden bedienen. Und wir können aber auch, wenn uns das dann langweilig genug geworden ist, einfach zum Ende der nächsten oder zum Ende der Schicht vorspulen. 16 Uhr und dann haben wir Feierabend und haben schon mal das erste Geld verdient. Da sehen wir das ganze Geld. 6.000 Dollar haben wir jetzt hier. Ist das Gehalt. Wir kriegen ja pro Stunde das Gehalt. Also ganz ordentlich. Und jetzt gehen wir natürlich wieder schlafen. Unsere Aufgabe ist nämlich jetzt, wir sollen so lange weiterarbeiten, bis wir 300 Dollar im neuen Job verdient haben. Das kriegen wir schnell um. Wir müssen nur früher aufstehen. So, was ich jetzt nicht gemacht habe am letzten Tag, war zu essen. Sollte man aber machen, weil wenn wir nicht essen, das hat natürlich Auswirkungen und man kann das auch sehen.
Wenn wir Hunger haben, dann ist nämlich der Energieverbrauch um 200% erhöht. Und ich kann euch so viel, schon sagen, der Energieverbrauch spielt im weiteren Verlauf eine wichtige Rolle. Da sollte man schon also immer auch drauf achten. Okay, wir übernehmen wieder eine Kasse hier. Dann nehmen wir doch heute mal diese hier. Und wir spulen wieder bis zum Ende der Schicht vor. Und dann haben wir unsere $300 auch schon verdient. You got a job. Well done. You're a chip off the old block. Just like your dad. I think he was probably just about your age when he started his first business. Look, if you need a loan to start something, I got a friend over at Jensen Capital. His name is Larry, okay? That's who you ask for. And be sure to say hi from me, your Uncle Fred, okay? Okay. So, wir sollen jetzt einen Kredit aufnehmen. Und dann ein leerstehendes Einzelhandelsgebäude suchen und diesen dann als Geschenkeladen eröffnen. Außerdem sollen wir den Job im Supermarkt kündigen. Das können wir direkt machen. Und dann gehen wir mal hier rüber. Jensen Capital ist Gott sei Dank auch um die Ecke, wie sich das gehört. So, da sind wir schon. Und da ist Larry. Und mit dem quatschen wir jetzt. Wie viel Geld möchten Sie leihen? So, wir sollen 15.000 aufnehmen. Dann machen wir das mal. Das gibt uns natürlich noch weitere tägliche Ausgaben, nämlich 20% $18 und wir müssen täglich 125 tilgen und die gesamte tägliche Zahlung ist also $143 pro Tag. Nun ja. So, damit können wir Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. Ich werde den vollen Betrag sofort auf Ihr Bankkonto überweisen. Vielen Dank, dass Sie mit uns Geschäfte machen. Jetzt haben wir $21.000, das ist doch schon ganz ordentlich. So, wir sollen uns ein Einzelhandelsgeschäft suchen mit Google Maps. Das machen wir jetzt mal. Und wir können jetzt hier filtern. Aktivunternehmen hier oben. Da, Gebäude zum Vermieten, Einzelhandel. So, und wir wissen ja, dass hier unsere Wohnung ist. Und hier sind in der näheren Umgebung tatsächlich auch mehrere Einzelhandelsgeschäfte zum Mieten. Zum Beispiel hier und hier. Direkt gegenüber. Das bietet sich doch an. Third Street, das sind 75 Quadratmeter. Hier haben wir auch 75 Quadratmeter. Das sind 225 Quadratmeter. Da wird die Miete wahrscheinlich höher sein. Hier auch. Ich denke, wir mieten uns jetzt hier mal das, was genau gegenüber. Wir legen jetzt das Ziel fest. Dann können wir nämlich hier dem Marker folgen. Ja, ja, also ist ja sehr gut. So, und dann ist das tatsächlich wirklich genau gegenüber und so, das öffnen wir jetzt im Bizman. Ist das überhaupt das Richtige? Gebäude... Moment. Das können wir gar nicht mieten. Da habe ich das Falsche ausgewählt. Einzelhandel. Ziel festlegen. Ich glaube, ich habe das Falsche ausgewählt. Jetzt aber richtig. Zur Miete verfügbar. Ha, wieder eine hohe Kaution, elektrische Geräte und tägliche Miete $68. Okay. Wir mieten, denn wir müssen. So, und wir können jetzt reingehen. Und das ist unser Einzelhandelsgeschäft. Unser erstes. Hier mit einem kleinen Lagerraum. Mit einer Sackkarre. Und hier ist die Toilette. Da können wir nicht selbst reingehen. Aber wunderbar. Ich denke, da können wir noch was draus machen. Was sollen wir denn damit machen? Wir sollen Geschenkeladen öffnen. Also gehen wir mal in den Bizman und gründen ein neues Unternehmen. Und wir sollen einen Geschenkeladen öffnen. Auswählen. Oh, wir brauchen einen Namen. Was Namen angeht, bin ich mal sehr unkreativ. Das ist Geschenk... Hoppla, hoppla. Geschenk... Geschenko... Okay, seht's mir nach. Das ist das
Das ist das Maximum an Kreativität, was ich rausholen kann. So, you're a gift shop owner now, huh? Yeah, very good. Very good. Now we got some shopping to do. We'll get you some furniture and some really nice products to sell in there. And I also wanted to mention I recently invested in a car dealership and we found kind of an old wreck of a car in the workshop in the back, but it still runs. It's not much, but it's yours if you want it. The key's in the glove compartment. Okay. Kriegen ein Auto geschenkt, das ist sehr schön, und wir sollen den Laden einrichten. Machen wir sofort. Aber zuerst möchte ich gerne in die Einstellung des Ladens gehen, und wir können jetzt hier jede Menge Dinge, Icons auswählen. Wir können sogar eigene Bilder hier reinladen, aber für unseren Geschenkero werden wir mal kurz ein Logo designen. Hoppla. Schrift so, Hintergrund so. Und wir können auch die Schriftart auswählen. Ja, das passt doch zu einem Geschenkeladen. Vielleicht machen wir das Symbol noch anders. Ich denke, das beißt sich so am wenigsten. Vielleicht andersrum. Ja, das sieht auch gut aus. So lassen wir es mal. Okay, Geschenko. Und Änderungen speichern. Unser Geschäft. Und wenn wir jetzt rausgehen, dann können wir hier sehen, wenn wir da nicht direkt vorstehen, dass hier zumindest mal das Logo ist, dass der Schriftzug, das Logo ist jetzt nicht da. Vielleicht ist das Schild zu klein hier bei diesem Geschäft, aber immerhin. So, wir sollen das Auto holen. Den Honza Mimic. Das ist natürlich an den echten Honda Civic angelehnt. Aber Markennamen und so, ne, kennen wir ja. Die machen hier die nehmen Rücksicht, aber man muss echt aufpassen, nicht unter die Räder zu kommen. Wir können übrigens auch normal gehen. Aber standardmäßiges Rennen. So, wir sehen hier schon für unseren Laden, dass wir halt mindestens eine Verkaufsstelle brauchen und wir brauchen Einkaufskörbe und wir haben keine Öffnungszeiten definiert. Das können wir alles erst machen, wenn wir jetzt das Auto abgeholt haben. Dann holen wir uns nämlich auch die Einrichtung ab, weil ihr könnt euch vorstellen, dass ich keine Lust habe, und ihr werdet es auch nicht haben, jeden einzelnen Einrichtungsgegenstand einzeln zu tragen. Das geht mit einem Auto einfacher. So, jetzt müssen wir mal rübergehen hier. So, und da ist unser Auto, schön blau. Und da steigen wir jetzt ein. Mal das Radio schalten wir mal direkt aus. Ich weiß nämlich nicht, wie es mit der Musik und Copyright ist. Car. Good. Now, don't get any parking tickets. As I said earlier, it's time to pick up some stuff for your new store. You're gonna use your new car. Or continue running around with the hand trucks. It's up to you. So. Ja, wir fahren jetzt zum wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ja, es wird angezeigt. Drehen wir uns erstmal hier raus. So. Okay, ich kann hier nicht die Kamera drehen. Das richtet sich hier automatisch aus. Der Appliance Store ist in 256 Metern. Da fahren wir jetzt zuerst hin. Um die Einrichtung für unser Geschäft zu holen. Puh, haarscharf. Ich meine, man kann das auch irgendwie ausblenden. Ich bin aber gerade nicht sicher, wie. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwo parken. So. So, das Parken ist hier legal. Kostet aber $8 pro Stunde übrigens. So, dann gehen wir in den Laden rein. Es hat geschlossen. Ja, okay, gut. In dem Fall gehen wir nach Hause. Der Laden ist direkt um die Ecke. Ja. Ist ein Zebrastreifen-Kollege. So, Gebäude betreten. Dann schlafen wir einmal bis zum nächsten Tag. Bis, der macht wieder um 10 Uhr erst auf. Machen wir 9.39 Uhr. Wir haben sogar einen Gewinn gemacht. Warum haben wir einen Gewinn gemacht? Das muss ich mir kurz anschauen. Achso, ja gut, weil wir das Kapital aufgenommen haben.
Das ist klar. So, dann eben was essen. Und dann geht's wieder zum Store. Einrichtung kaufen. 10 Uhr. Zack. Okay. So, jetzt brauchen wir mehrere Sachen. Wir nehmen uns einen Sackkarren. Und wir sollen kaufen. Eine Theke, eine Registrierkasse, ein Stapel Einkaufskörbe und ein abgerundetes Regal. Okay. Theke ist das hier. Ein bisschen weiß ich natürlich schon, ne? Also, das hier sind die Kassen. Da nehmen wir auch eine von mit. Ein Stapel Einkaufskörbe nehmen wir mit. Und ein abgerundetes Regal nehmen wir auch mit. Dann haben wir alles. Und hallo, hier Premium-Kunde. 2770. Stellen uns an. So, man steht hier noch von der falschen Seite an, ne? Aber Leute, das sind so Kleinigkeiten, ne? Wir dürfen nicht vergessen, dass das noch die Beta-Phase ist. So, jetzt haben wir das Geld ausgegeben. Und ich könnte das jetzt alles ins Auto packen. Macht aber nicht wirklich Sinn. Wir rennen eben zum Geschäft rüber hier. 30 Meter schaffen wir auch so. Was ist denn jetzt los? Belegt. Was? Wieso Privateigentum? Okay, das scheint irgendwie relativ dicht an einem Privatgebäude zu liegen. Okay, wir platzieren die Sachen. Die Theke 1. Die stellen wir jetzt hier hin. Die Registrierkasse kommt oben drauf. Das abgerundete Regal stellen wir hier so rein. Zack. Und dann haben wir noch die Einkaufskörbe. Die stellen wir jetzt einfach hier neben die Kasse. Schwupp. Okay. Oh, very, very nice. Starting to look like a real store now. Next, we have to buy some things for you to sell. And for the time being, I have to go to a wholesale store, but eventually, down the road, you'll do a whole lot better by importing directly from the manufacturer overseas. So. Also Leute, jetzt erkläre ich euch mal was. Wir müssen jetzt natürlich Waren kaufen, wie Onkel Fred uns gerade erklärt hat. Wir brauchen jetzt Geschenke, Papiertüten und sowas. Das holen wir uns jetzt alles vom Großmarkt. Allerdings gibt es später natürlich auch, wir müssen das nicht von... Also auf Dauer so von Hand machen. Es gibt später die Möglichkeit, das ganze Zeug auch liefern zu lassen. Das heißt, dann schließen wir einen Vertrag mit dem Großmarkt und dann liefern die das an. Und dann müssen wir auch nicht mehr durch die Gegend fahren. Am Anfang ist halt eben sehr viel... Sorry. Ist halt eben sehr viel automatisch zu tun. Ich weiß nicht, warum die hier warten. Ist doch grün. So, ihr seht schon, mit den Ampeln nehme ich es nicht so genau. Und, so, okay. Ah, hier ist der Parkplatz kostenlos. Wie praktisch. So, dann gehen wir mal rein. In den Großmarkt. Und hier gibt es jetzt verschiedene Sachen, ne? Papiertüten brauchen wir. Ja, wir nehmen uns erstmal einen Sackkarren mit. So, wir brauchen Papiertüten. Und hier sind preiswerte Geschenke. 200 Stück sind da drin. Ich überlege, ob wir gleich zwei nehmen. Machen wir. So. Wenn man nicht so suchen will, man kann auch Alt gedrückt halten. Dann sieht man gleich alles. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Den Kram kaufen wir jetzt ein. So, und dann können wir sie mitnehmen. Da sitzt jetzt hier der Verkaufsleiter und hier könnten wir dann halt, oder Geschäftsführer, dann könnten, mit dem könnten wir oder mit der könnten wir dann jetzt auch einen Liefervertrag aushandeln. Das kostet aber halt eine Pauschale, die wir uns am Anfang definitiv noch nicht leisten können. Warte mal. So, jetzt packen wir den Kram erstmal hier ins Auto. So,
Den Sackkarren stellen wir mal da ab und dann fahren wir zurück zu unserem Laden. So, wir müssen Fahrzeuge tanken. Fahrzeuge haben auch einen Reparaturzustand, weil ich gerade schon mal irgendwo gegengebumst bin. Hat er auch gleich schon ein bisschen Schaden genommen, der Wagen. Ja. Dass der uns jetzt einfach die Vorfahrt genommen hat, das geht natürlich auch nicht. So, wir parken, Lager verwalten, und jetzt holen wir uns erstmal die Sackkarre rein. Nicht ideal, das hatte ich in meinem Test nicht, dieses Problem mit dem Betreten. Ja, wo habe ich denn geparkt? Da. So, Lager verwalten. Das nimmt man die Sackkarre. Ich habe eine Sackkarre im Auto. Okay. In dem Fall hätten wir uns jetzt den Weg ein bisschen sparen können. So, und jetzt laden wir unsere Regale ein. Also die Tüten müssen hier rein. Ah, das hat er automatisch gemacht. Und die Geschenke kommen hier rein. So, und die anderen packen wir ins Lager. Und das Schöne ist, die werden automatisch dann auch von hier nachgefüllt. Okay, Geschäft öffnen mit Hilfe des Bisman-Zeitplans. Das geht hier. Und ich würde sagen, wir öffnen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, Wochenende nicht. Und jeden Tag 8 Stunden. Wir könnten auch länger geöffnet haben, aber 8 Stunden sollen wohl reichen. Von 8 bis 16 Uhr haben wir offen. Oder warte mal, wir machen mal von 9 bis 18 Uhr. Von 9 bis 17 Uhr, Entschuldigung. Und ja, wir können sogar noch eine zweite Schicht irgendwo planen. Das machen wir aber nicht. Eine genügt uns. Und wir haben jetzt keine Angestellten. Deswegen bedienen wir die Registrierkasse natürlich erstmal selbst. So. Ja, da kommt schon der erste Kunde. Wir müssen an die Kasse. Und dann seht ihr hier schon. Wo sind die Kassierer? Hier. Bin doch jetzt da. Ja, die geht wieder. Da war ich nicht schnell genug an der Kasse. Der hat sich hier schon was geholt. Oder auch nicht. Ich bin nicht mehr an der Kasse, Mist. Also. So, Kasse. Geschäft geschlossen. Oh, es ist hier raus. Was macht der denn noch hier? So. Okay, es ist Freitag. Das heißt, wir haben jetzt Moment mal. So. Wir haben jetzt Wochenende. Das ist natürlich super blöd jetzt zum Zeigen, aber egal. Wir gehen mal ins Haus und schlafen dann mal. Man kann natürlich jetzt, ich sag mal, durch die Stadt laufen, ein bisschen was entdecken, vielleicht einen anderen Job noch annehmen fürs Wochenende, aber das ist jetzt nicht Sinn, oder das ist jetzt nicht das, was ich machen möchte, während dieses angespielt. Stattdessen spule ich vor zum Montag. So, das ist dann der Sonntag. Oh. Tag 7. Wir erleben eine traurige Phase, in der wir nicht essen. So, und jetzt stehen wir morgen früh auf. Wir machen um 9 Uhr auf, haben wir gesagt. Dann reicht ja 8.38 Uhr. Traurige Phase beendet. Das ist doch wunderbar. So, wir essen. Gehen in unseren Laden. Da. Stellen uns an die Kasse. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt ist der Laden geöffnet. Und ja, was sind das hier, ne? Preiswerte Geschenke. Das sind Tassen. Und,
Ja, keine Ahnung, was das noch ist. Sachen halt. Wir spulen mal vor. Da ist der erste. Zack. Geld verdient. Ne, zweite. Zack. Geld verdient. Wunderbar. So muss das laufen. So muss das laufen. Und wir spulen vor zum Ende der Schicht. Und haben dann unser erstes Geld mit unserem eigenen Laden verdient. So, wir sollen das Geschäft 2 Tage lang betreiben. Das heißt, einen Tag müssen wir noch. Und wir sehen hier, ne, den Warenbestand 172 haben wir noch. Wie gesagt, wir haben noch im Lager. Wir haben auch noch genug Papiertüten, um Geschenke einzupacken. Und so weiter. Also alles wunderbar. Jetzt mache ich hier an dieser Stelle mal Feierabend. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, wie viele Folgen ich hiervon mache fürs Angespielt. Und Leute, das geht halt noch viel weiter. Wir können natürlich noch andere Geschäfte eröffnen. Wir können wirklich große Büros haben mit mehreren Angestellten und. Das wird richtig groß, sage ich mal, das Ding. Wenn ihr euch da die Features noch interessieren, Entschuldigung, dann schaut mal auf der Webseite des Entwicklers vorbei. Da kann man sich das so ein bisschen anschauen. Da sind auch die ganzen Update-Videos zu den einzelnen Betas. Da steht, was noch alles geplant ist und so weiter und so fort. Guckt es euch einfach mal an, wenn ihr Interesse dran habt. Ansonsten, nächste Folge kommt dann wahrscheinlich morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.